remissionem, omnium peccatorum vestrorum, spasum vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens et misericors Dominus, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Das römische Papsttum durch Krieg und Betrug groß geworden, durch Krieg und Betrug groß geblieben, hatte durch Pius X. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gefördert und durch Pius XI. Entscheidend die Heraufkunft des Faschismus in Italien, Deutschland, schließlich in Spanien. Seit der Antike besaß der Klerus in Spanien besondere Macht. Die Ketzerverfolgungen, Judenpogrome, die Inquisition, die Sklaverei florierten und dementsprechend war der Reichtum der Kirche. Allein die Jesuiten kontrollierten im frühen 20. Jahrhundert ein Drittel des gesamten spanischen Kapitals. Tausende saßen seinerzeit auf Betreiben der Kirche in Gefängnissen, wurden nach mittelalterlichen Methoden gefoltert, Hunderte erschossen. Ganze Landstriche verfielen dem Hunger. So schlossen sich die bis aufs Blut ausgebeuteten Massen immer mehr den liberalen, sozialistischen und radikalsozialistischen Parteien an. Und zu Beginn der 30er Jahre war Spanien nicht mehr katholisch. Fast ohne einen Tropfen Blut zu vergießen und mit Zustimmung der überwältigenden Mehrheit beseitigte man 1931 die Monarchie, erklärte die Republik und führte eine Fülle von bisher hintertriebenen, doch dringend notwendigen Reformen durch. Die neue, durch legitime Wahlen zustande gekommene Regierung war keineswegs antireligiös oder gar darauf aus, Spanien antichristlich zu machen. Doch der Episkopat versuchte sofort, seine ursprüngliche Machtposition wieder zu gewinnen. Er hetzte offen gegen den Staat, dabei gestützt auf die Anhänger des alten Regimes, Großagrarier und Adel, sowie auf die rückständigste Schicht, Teile der bäuerlichen Bevölkerung. Dank der katholischen Erziehungsarbeit noch im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu 80% Analphabeten. Bereits im Siegesjahr Hitlers forderten die spanischen Bischöfe und der Papst in einer Enzyklika vom 3. Juni einen heiligen Kreuzzug für die vollständige Wiederherstellung der kirchlichen Rechte. Als Ende 1933 die alle Maßnahmen der Regierung bekämpfenden Rechtsparteien die Mehrheit im Parlament erlangten, wurden in den beiden schwarzen Jahren des sehr kirchen- und faschistenfreundlichen Regimes Leroux die Errungenschaften der jungen Republik wieder liquidiert. Ungezählte verloren nun erneut Arbeit, Brot, landeten ohne jeden Prozess nur aus politischen Gründen im Kerker, wo man sie häufig noch folterte, allein im Oktober, November 1934 30.000 Menschen. Es kam zu einer Kette von Streiks, Massendemonstrationen, lokalen Erhebungen. Schließlich schlossen sich unter dem wachsenden Druck der Rechten am 16. Januar 1936 Arbeiter, Bauern, Klein- und Mittelbürgertum samt der sozial empfindenden Intelligenz in der Volksfront zusammen und errangen am 16. Februar gegen die Nationale Front, die kirchlichen, faschistischen, monarchistischen Kreise einen überwältigenden Sieg. Gerade dieser Triumph aber veranlasste die Rechtsradikalen zum offenen Aufstand gegen die Regierung. Noch Ende Juli beförderten deutsche Transportflugzeuge Francos mohammedanische Mauren, die ihre Opfer kastrierten, und seine Legionäre Losung »Es lebe der Tod, nieder mit der Intelligenz« zur Rettung des katholischen Abendlands übers Meer, worauf sie ihre ersten Heldentaten in Sevilla vollbrachten, dessen Arbeiterviertel sie durch Artilleriebeschuss dem Erdboden gleichmachten, nachdem sie alle so gut wie waffenlosen Männer auf den Straßen zusammengetrieben und mit dem Messer abgestochen hatten. Die Nazis schickten bald Jagd-, Kampf-, Aufklärungsmaschinen sowie sonstiges Kriegsmaterial. Gleichzeitig eilten die Italiener Franco zu Hilfe. Der von Gott gesandte Duce, den spanischen Verschwörern schon 1934 mit Waffen und Geld beigesprungen, setzte jetzt mehr als 100.000 Soldaten in Marsch.
das hochklerikale Bordokal, seit 1931 unserer lieben Frau von Fatima geweiht, nun Hauptnachschubweg Hitlers und Waffenankaufszentrale Francos, warf 20.000 Portugiesen in die Schlacht. Ebenfalls schickte das katholische Irland eine Brigade in den christlichen Kreuzzug. Als sie jedoch neben Francos Mohammedanern fechten sollte, die man, um den Schein zu wahren, in Mönchskutten gesteckt, waren die Iren nicht mehr für den Heiligen Krieg zu gebrauchen und wurden kaum noch eingesetzt. Doch obwohl in Spanien weder ein kommunistischer noch antireligiöser, auch kein grundsätzlich antikatholischer Staat bestand, obwohl es unter den fast 500 Abgeordneten des spanischen Parlaments nur 15 Kommunisten gab, täuschten die Klerofaschisten der ganzen Welt ihren Putsch als Religionskrieg gegen den gottlosen Kommunismus vor, als, so wörtlich, der spanische Episkopat Kreuzzug gegen die rote Weltrevolution. Eine vom Vatikan ebenso wie von Hitlers Propagandaminister verbreitete Geschichtsfälschung, die sich auf den Entschluss fast aller europäischen Länder und der USA auswirkte, die spanische Regierung nicht zu unterstützen. Die Kurie aber intensivierte in der ganzen katholischen Welt eine breit angelegte Kampagne gegen den Bolschewismus. Als erste ausländische Flagge wehte über Francos Hauptquartier die päpstliche und über dem Vatikan wurde bald das Banner Francos gehisst. Auch rief Papst Pius XI., zur selben Zeit wie Hitler in Nürnberg, die Welt zum Kampf gegen den Kommunismus auf, nannte die Bombenhilfe seiner faschistischen Verbündeten wörtlich Schutz und Heilmittel und schlug im Sommer 1938 die Bitte der französischen und englischen Regierung, sich einem Protest gegen die Bombardierung der republikanischen Zivilbevölkerung anzuschließen, rundheraus ab. Dagegen dankte er, mitten im Krieg, dem Rebellengeneral Franco für ein Huldigungstelegramm, hocherfreut darüber, dass wir in der Botschaft Eurer Exzellenz den angestammten Geist des katholischen Spanien pulsieren fühlen. Und am Ende des dreijährigen Gemetzels forderte der kurz zuvor gekrönte Pius XII. Franco auf, mit neuer Energie die alten christlichen Traditionen wieder aufzunehmen. Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit wurden nun in Spanien wieder aufgehoben, Literatur, Film, Funk unter strenge Zensur gestellt, alle Parteien außer der faschistischen verboten, alle nicht-katholischen Bekenntnisse unterdrückt, auch sämtliche protestantische Kirchen und Schulen geschlossen. Der Katholizismus wurde Staatsreligion. Militärtribunale und Exekutionskommandos waren pausenlos tätig. Allein in Madrid fanden nach Schätzungen des italienischen Außenministers Graziano täglich 200 bis 250 Hinrichtungen statt. Nach offiziellen Statistiken der spanischen Regierung ließ Franco vom Ende des Bürgerkriegs 1939 bis zum Frühjahr 1942, also in der Zeit, in der er auf Wunsch des neuen Papstes begann, die alten christlichen Traditionen wieder aufzunehmen, mehr als 200.000 Menschen erschießen. Das entspricht einem Drittel aller Opfer des Bürgerkriegs.